Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist wieder euer Captain Baubär. Dieses Mal bringe ich euch einen Sportwagen aus deutscher Traditionsherstellung mit, den Porsche 911er aus der Lego Creator Expert Reihe. 1458 Teile, 129,95 Liste. Die Setnummer ist die 10295. Seht ihr jetzt gerade nicht, ne? Schade. Das ist der Karton. Das ist ein Standardkarton. Normal dünne Pappe. Hier ein bisschen Rückseite. Ja. Nichts Wildes. So. Nichts Wildes. Ja, in diesem Video geht es darum, dass ich erstmal so ein bisschen auf die Steine eingehe, die neu sind in diesem Teil, in diesem Auto. Dann gehe ich darauf ein, wie mir das Design gefällt, welche Funktionen es hat. Dann gehe ich auf den Bauspaß ein. Und dann schließe ich so ein kleines Fazit. Ihr seht hier den Targa. Das seht ihr daran, dass es kein Mitteldach gibt. Der Targa ist so ein halbes Cabrio. Ich glaube, das ist auch eine Erfindung von Porsche. Es gibt noch den Turbo, den ihr bauen könnt. Und das werde ich auch tun. Als kleines Bonusvideo. Und das werde ich quasi morgen nachreichen. Oder im Laufe der nächsten Woche. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie ich Zeit dazu habe. Und dann werde ich nochmal darüber berichten, wie viel Spaß es gemacht hat, den Turbo zu bauen. Dieses Video ist deswegen explizit erstmal nur über den Targa. Ja, so. Eins vorweg, das ist eigentlich mit eins der wichtigsten Punkte dieses Sets. Es gibt keine Aufkleber. Alles, was ihr hier seht an besonderen Markenemblemen oder Porsche-eigenen Lösungen, das sind Prints. Also sprich, das Logo hier vorne ist Print. Ist ein Print. Das Targa-Logo ist ein Print, das Nummernschild ist ein Print, dieser Porsche-Schriftzug ist ein Print. Hier drinnen seht ihr ein Cockpit, das ist auch ein Print. Es gibt schlicht und ergreifend keine Aufkleber an diesem Set. Und das finden wir erstmal positiv. Zu diesem Set werden neben dem kalifornischen oder New Yorker Kennzeichen, ist es ehrlich gesagt, noch ein Tokioer oder ein japanisches Kennzeichen mitgeliefert und dann nochmal ein klassisches Stuttgarter Kennzeichen. Und zwar, ihr seht es auch, kein Euro-Kennzeichen, sondern noch ein altes deutsches Kennzeichen. So, davon sogar zwei. Ne? Also, es gibt ein bisschen Auswahl. Das ist alles übergeblieben. Ich nehme mal den Teiletrenner raus, als ich den Targa gebaut habe. Ihr seht, hier ist noch eine Heckscheibe, die mittlerweile leider auch sehr zerkratzt ist. Die kam ein bisschen weniger zerkratzt an. So, das hier sind die Teile, mit denen ihr eigentlich den Targa baut, den Turbo baut. Ihr seht, da sind unter anderem auch noch andere Felgen bei. Und wenn wir schon zu den besonderen Teilen kommen, seht ihr hier so einen Half-Round-Slope. Der ist neu. Den gibt es in dieser Ausführung nur in diesem Set bis jetzt. Davon gibt es vier Stück. Ja, also für jeden Radlauf hinten. Hier, dieser Radlauf hinten ist beim Turbo breiter, dafür gibt es die halt. Ja, so viel zu den nicht so spektakulären Dingen. Kommen wir einfach mal zu den restlichen Teilen, die neu sind. Da gibt es eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Dieser Radlauf oder die Verlängerung des Schwellers, sozusagen des Hecks. Dieses Stück hier ist neu. Ihr seht, das ist alles, das ganze Modell ist in weiß gehalten. Das heißt leider nicht, dass dieses Modell auch komplett weiß ist, aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Dann gibt es einige Steine, die gibt es halt ja, in dieser Farbe nur in diesem Set. Das sind zum einen hier die Blinker vorne. Die gibt es in diesem Trans Clear Orange nur in diesem Set. Dann gibt es einige kleine braune Teile, wie hier oben zum Beispiel diese Dreierfliese. Die gibt diese 1x3-Fliese, die gibt es nur in diesem Set. Dann gibt es ein paar Slopes, die sind nur in diesem Set. Schlicht und ergreifend gibt es auch noch so halbrunde Einser-Plates, nur in diesem Set mit vier Noppen, also 2-2. Und dann nochmal so ein Inverted, nochmal so ein Slope, so ein Rounded Slope-Ding auch in der gleichen Größe. Jo, zusätzlich gibt es dann noch ein paar braune Plates, nur in diesem Set, in dieser Farbe. Genau. Das ist es eigentlich schon. Ja. Es gibt dann noch die Felgen hier, die hier in Silver sind,
Die gibt es in diesem Set auch noch in Schwarz für den Turbo. Und das ist auch nur in diesem Set vorhanden. Ja. Wenn ihr euch den jetzt so anguckt, dann kommen wir zum Thema Design. Ich sag's, es wird übrigens ein relativ kurzes Video. Dann kann man eins sagen, das finde ich, das muss man den Designer hier lassen. Ich finde, sie haben die Proportionen und das, was den Porsche 911 halt ikonisch macht, gerade dieses Modell, haben sie relativ gut hinbekommen. Ich finde ihn in der Tat relativ hübsch. Wo sie so ein bisschen ein Problem bekommen, ist halt hier einmal hier vorne. Das ist im Original halt nach vorne hin deutlich runder. Das geht hier halt ein bisschen kanonenmäßig nach vorne, also ein bisschen sehr gerade nach vorne. Dann haben wir hier hinten halt so ein bisschen das Problem, dass eigentlich dieses Bürzel, also das Heck, ja, das ist eigentlich, die Rundung fängt eigentlich ein bisschen zu spät an. Das müsste eigentlich ein bisschen früher hier schon runtergehen. Dafür haben sie halt hier das Abfallende schön hingekriegt. Sie haben die Windschutzscheibe, die ja eigentlich wirklich wie, eigentlich ist das vom Teil her, ist das wie bei so einem Truck, ne, eine ziemlich aufrecht stehende Windschutzscheibe. Die haben sie halt durch Hingeplates, haben sie die so liegend hinbekommen. Sie haben den Innenraum, wie ich finde, ja, ziemlich stimmig gemacht in diesem Braun. Ja, sie haben ja auch an den Türen ein paar nette Details gemacht. Die Spiegel sind schön angedeutet. Ja, hier sieht man übrigens auch dieser Spiegelarm sozusagen, diese Roundplate, das ist ein neues Teil. Ja. Die Scheinwerfer haben sie auch cool hingekriegt, das ist aber jetzt auch nicht so schwierig beim Porsche. Ne? Die haben auch hier schön hingekriegt, dass die nicht aufrecht stehen, sondern so eine leichte Neigung zumindest haben. Die müssten eigentlich noch ein bisschen geneigter sein. Ich finde, die Stoßstangen haben sie sehr schön hingekriegt. Ja. Auch hier vorne, auch hier hinten. Hier haben sie leider so ein bisschen das Problem. Hier haben sie das nicht so schöne US-Modell übernommen. Das musste diese Puffer hier haben. Das verstehe ich nicht. Da hätte man eigentlich das klassische EU-Modell nehmen können. Das ist deutlich schöner. Ja. Auch das durchsichtige Targa-Top haben sie hier schön hingekriegt. Das finde ich ist schon alles cool. Ja? Was ich jetzt, wenn wir beim Design sind und auf die Detailgüte gehen, was ich halt cool finde, ist, ach Gott, komm. Ich habe keine Fingernägel mehr, ist, dass sie, das fällt hier gleich auseinander, dass sie das Targa-Top so gestaltet haben, dass man das hier reinlegen kann. Ja, das heißt, es hat hier vorne im Kofferraum immer seinen festen Platz. Man sieht es aber auch hier, das Modell ist nicht in sich komplett geschlossen. Hier gibt es auch eine Lücke, wo man durchgucken kann. Finde ich designmäßig nicht so schön. Da hätte man zumindest noch einen inneren Radlauf ziehen können. Und dann seht ihr hier so einen Kritikpunkt, das ich bei diesem Modell ganz deutlich habe. Und der in die Rubrik Design auch, finde ich, ganz gut passt. Das Set ist sehr bunt. Ne, ihr seht es auch beim Targa-Top hier unter. Warum sind das nicht schwarze Plates? Warum müssen das graue und weiße Plates sein? Dasselbe siehst du ja auch hier. Warum müssen das hier graue Plates sein? Das kann doch alles weiß sein. Das hier verstehe ich, das ist eine Farbakzent, damit es hier vorne zur Stoßstange passt. Aber das verstehe ich halt nicht. Ne? Wenn man das Targa-Top jetzt hier drauf macht, dann liegt es hier so drauf. Ja, ich zeige es mal von der Seite, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Ja, das ist okay. Ne? Das hätte man sicherlich auch ein bisschen schöner gestalten können, weil durch die Hinge-Plates hier hat man halt hier so ein etwas hässlichen Übergang. Von den Größenproportionen schließt es auch nicht perfekt mit der Frontscheibe ab. Ja, das sieht man hier, ist auch ein kleiner Spalt, kleiner Überhang. Hätte man auch ein bisschen schöner designen können. Hier hätte man einfach mit Plates drüber bauen können. Aber gut, im Endeffekt ist es meiner Meinung nach, man weiß, worum es geht. Und ich finde, so ein Lego-Modell hat auch immer so ein bisschen den Charme da drin, dass es nicht hundertprozentig perfekt ist, sondern dass du einfach nur siehst, dass es aus Lego-Steinen gebaut ist. Das ist immer so ein bisschen mein Kritikpunkt bei Kobi zum Beispiel. Das sieht dann immer zu sehr nach Formteilgewitter aus. Das gilt nicht für alle Sets von Kobi, aber für manche schon. So, also ihr seht, auch hier, ne? Schwierig. Wo es richtig krass wird und wo man wirklich das, wo ich komplett das Verständnis verloren habe, ist die Unterseite. Ja. Die Unterseite ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr bunt. Es werden hier auch teilweise Farben verwendet, wo ich denke, warum? Ja, also warum müssen diese Teile hier gelb sein? Ja, warum hat man nicht gesagt, okay, wir machen zur besseren Baubarkeit einfach einen zweifarbigen Unterboden, ja, also sprich schwarz-grau und weiß, dann hast du
drei Abstufungen, damit kannst du super bauen. Das hätte nicht so doll gestört wie die ganzen komischen Farben. Ich meine, hier ist ein ganzer Regenbogen verbaut, ja. Sieht so ein bisschen aus wie eine Amerika-Flagge von unten. Wie so eine Evil-Knievel-Flagge. Ja gut, ne? Das ist halt wirklich ein Kritikpunkt meiner Meinung nach an dem Modell. Man sieht es jetzt von außen nicht so. Ja, das ist halt, man verkleidet halt viel mit weißen Steinen. Ja, aber man sieht es zum Beispiel hier im Innenraum. Da ist, das seht ihr jetzt wahrscheinlich gerade nicht gut, aber da ist zum Beispiel, sieht man eine rote Plate noch durchschimmern. Und man sieht es halt eben, wenn man in die Radläufe guckt und so. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel dieser Radlauf so konzipiert ist, dass hier irgendwie so viele rote Einser-Pins sind. Plates, ne? Round Plates hier. Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Das sind im Modell relativ viele. Das hier zum Beispiel verstehe ich auch nicht. Ne? Was soll das? Hätte man da nicht einfach noch einen weißen Stein machen können? So, ja. So. dann kommen wir auch noch dazu, dass der Windschutzscheibenrahmen halt sehr, also er funktioniert, aber ist halt auch nicht besonders sophisticated. Ja, so viel zum Thema Design. Ha, Moment. Das ist übrigens der Motor in einem Porsche. Finde ich auch sehr rudimentär angedeutet. Ne? Also man hat hier halt das Kühlerschwungrad und so weiter, aber man hat sonst wenig. Ne? Also es ist wirklich sonst wenig hier los. Und hier wäre noch Platz gewesen. Hier hätte Lego durchaus noch mehr Details reinbauen können, meiner Meinung nach. Diese Prints hier sind natürlich auch nur exklusiv in dem Set, ne? Ist klar. So. Ja, was ist denn noch? Ach hier, guck mal. Hier beim Armaturenbrett sieht man noch diesen braunen Slope. Dieser hier, der ist auch exklusiv in dem Set. Jo, in der Farbe. Die Funktionen sind, man muss es einfach sagen, es ist ein 18-Plus-Modell. 18-Plus steht bei Lego schon lange nicht mehr für irgendeine Art von Anspruch, sondern es steht einfach für die Zielgruppe. Ja, das sind halt Leute, die in Porsche 911er sich aus Lego-Steinen in einem gewissen Detailgrad ins Regal stellen wollen. Meine Güte, es ist ein reines Display-Modell. Ja, es ist ein Modell, mit dem man nicht spielt. Es hat aber durchaus Funktionen. Ja? Ich habe die eigentlich auch mehr oder weniger schon vorgestellt. Also ihr könnt die vordere Motorhaube öffnen, beziehungsweise den vorderen Kofferraum. Ja, man nennt ihn auch Frunk, also Front Trunk. Hier ist halt das Kaderdach drin und das kann man da reinsetzen. Das habe ich schon gezeigt. Es gibt zwei Modellvarianten, Targa und Turbo. Ihr könnt beide Türen öffnen, ist auch in einem absolut absurden Winkel. Ja? Die Türen sind an zwei Hingeplates gehalten. Ich finde, die Griffe hier passen ganz gut rein. Was ich halt nicht cool finde, ist das hier. Ja? Das ist halt vom Design her ist im Original nicht. Da sind auf keinen Fall die Türscharniere außen zu sehen. Genauso sieht man hier halt noch, wenn man das hier befliest hat, sieht man hier halt noch so eine halbe, so eine Viertelnoppe rausstehen. Ist auch nicht so schön. Hätte man auch schöner lösen können. Ja, dann hat es eine Lenkung, keine Hand-of-God-Lenkung, aber eine Lenkung, die ihr halt über ein kleines Lenkrad bedienen könnt. Diese Lenkung ist komplett witzlos. Der Lenkradius ist für einen Sportwagen lächerlich hoch, aber sie ist vorhanden. Ja, sie ist da. Man baut ein paar Zahnräder dafür ein. Ist ganz cool. Was gibt's noch? Ihr könnt die Sitze kippen, weil es gibt ja eine Rücksitzbank. Ja, dann gibt es hier noch ein paar angedeutete Details, die keine Funktion haben. Also sprich, hier ist eine Handbremse und ein Steuer- und ein Gangwahlhebel. Hat keine Funktion. Ja, und dann könnt ihr halt noch die Heckklappe öffnen. Ne? Den Motorraum, die eigentliche Motorhaube. Und dann könnt ihr in den Motorraum sehen, wie gesagt, Detailgrad habe ich gerade schon bemängelt. Das sind die Funktionen. Niemand kauft dieses Modell wegen den Funktionen. Die sind nett, das ist eine nette Dreingabe, dass es sie gibt. Würden sie weg sein, würde man das kritisieren, aber so muss man ganz ehrlich sagen, niemand kauft sie, dieses Modell deswegen. Man kauft es wegen des Designs, darauf bin ich eingegangen. Ja, kommen wir zum Bauspaß. Das ist die Anleitung. Die Anleitung ist dick. Die hat 263 Seiten. Guck mal, so sieht's aus. Es ist auf schwarzem Papier gedruckt.
Das ist nicht für alle gleich gut lesbar. So. Ihr seht auch hier, Detailgrad ist wieder enorm. Also es wird wirklich teilweise, wie in diesem Fall, ein Stein, ein Bauschritt. Ja, die Bauschritte, die neu dazukommen, sind immer so umrandet. Die anderen werden nicht ausgegraut. Ja. So, man baut dieses Modell natürlich auch von innen nach außen, anders geht es ja nicht. Es ist entspanntes Bauen. Ja, es weist wenig Rätsel auf. Es gibt so ein, zwei Stellen in der Anleitung, da muss man ein bisschen aufpassen. Unter anderem, wenn man hier hinten die Rathausschalen hier baut, gerade diesen Überlauf hier, da muss man ein bisschen drauf achten, dass man die Steine ordentlich andrückt, sonst fällt einem das relativ schnell wieder auseinander. Wie gesagt, für Farballergiker macht es wenig Spaß, ja? Weil man wirklich mit wahnsinnig vielen Farben baut. Und ja, ne? Das hier ist ganz nett, das ist halt wieder invertierte Baurichtung, damit die Hinterachse reinkommt. Allgemein Achsen oder so, da gibt es keine Federung, da gibt es keine besonderen Bautechniken und so weiter, das ist alles Standard. Ihr seht es ja auch, hier wird das alles mit einem halben Achsstopper gesichert. Ja, so. Ne? Was Spaß macht, oder was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war das Bauen hier der vorderen Partie des Autos, weil da passiert relativ schnell was. Es macht Spaß, hier diese Radläufe zu verkleiden, das sieht cool aus. Es macht Spaß, die Motorhaube zu bauen, weil das ist ziemlich straightforward. Es macht Spaß, die Sitze zu bauen. Mag man sich nicht vorstellen, aber irgendwie baue ich gerne Sitze. Die Rücksitzbank zu bauen macht auch ziemlich viel Spaß. Ja, also es ist wirklich ein Modell. Ich habe jetzt 6 Stunden dafür gebraucht, mit Moderation auf Twitch. Das heißt, wenn man nicht moderiert und sich nicht ablenken lässt, so wie ich, dann hat man das Ding in 4 Stunden locker durch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das ist wirklich, das ist ein Modell, das man an einem Sonntag entspannt runterbauen soll. Und dann hat man das. Dann steht es im Regal und dann hat man hier die Anleitung. Und wenn man gesagt hat, okay, ich habe jetzt den Tag lange genug gesehen, dann nimmt man sich die Tüte 9 und dann fängt man an, den Turbo zu bauen oder umgekehrt, je nachdem. Es gibt einen Punkt in dieser Anleitung. Da muss man sich entscheiden und für den Targa nimmt man Tüte 8 und 10 und für den Turbo nimmst du Tüte 9 und 10. Ich muss dazu sagen, ich hatte den Eindruck, rein von der Teilemenge ist es so, dass wenn man den Turbo baut, hat man deutlich mehr noch zu bauen. Ja, also, und auch deutlich größere Teile, weil die Targa-Tüte, die war halb so voll und mit vielen kleinen Teilen. Ja. Ich muss natürlich nicht erwähnen, dass sowas hier auch sehr befriedigend zu bauen ist. Das hier nicht ganz so, aber das ist sehr befriedigend zu bauen. Das Modell ist nicht das stabilste. Die Türen gehen zum Beispiel gerne mal auf. Die Windschutzscheibe kann abfallen. Die ist halt eben an nur ein paar Hinges gesichert. Die Motorhaube kann man, wenn man die zu doll aufmacht, dann geht die auch auf. Dieses Targa-Dach hier, das seht ihr schon, wie lose das ist. Ne? Also, wie lose das hier ist. Das wird halt wirklich hier so gegengedrückt und ist halt, ja, es wird halt hier dann einfach nur aufgelegt. Das ist hier vorne halt gar nicht mehr gesichert. Also es ist schon gesichert, man kann das so gegendrücken, aber man kann es hier nicht drauf, nicht anheben. Ja? Dafür ist es einfach zu lose. Ja, was ist denn noch wichtig? Jetzt habe ich es richtig geschrotet. Ja, und dann fällt einem hier nämlich alles auseinander. Ne, das sieht man ganz gut. Gut, dass es jetzt passiert. Weil man sieht dann hier so Bautechniken. Ne? Das ist dann hier einfach... So sieht es aus. Ne, ihr seht auch das Problem von dem Modell. Außen weiß, innen irgendwas. Ne? So sieht es halt leider aus. Ne? Und ihr seht es auch hier, dass um diese ganzen Rundungen hinzukriegen, wird halt viel mit Slopes und mit Hingeplates und so weiter gearbeitet. Und dann muss das halt irgendwie aufgefüllt werden und dadurch ist das Modell halt nicht das stabilste. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal den Motor in seiner vollen Fülle. Schwierig. Wir sind jetzt hier auch schon ein bisschen im Fazit angekommen. Also, das Modell kostet 130 Euro Liste, das gibt es aktuell nur bei Lego. Wenn ihr vorbestellt habt, habt ihr so ein Goodiebag dazu gekriegt, also zumindest wir hier in Europa und in Asien. Da drinne
Ist aus, ich glaube, es ist Kunstleder. Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, ein Visitenkarten-Etui oder ein Karten-Etui allgemein. Wer auch immer sowas schon mal haben wollte mit einem Porsche-Logo drauf, der kriegt es hier gratis mitgeliefert. Ja, dann ist hier das Certificate of Awesomeness. Und dann sind hier vier Prints im Postkartenformat. Das kriegt ihr als Vorbesteller-Goodie mit in dieser komischen Box. Braucht kein Mensch. Ist nett, ist eine nette Geste, aber braucht kein Mensch. Ja, so. Ist dieses Modell zu teuer? Na klar, Lego ist allgemein zu teuer, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde, was ich an dem Modell nett finde, ist, dass man zwei Porsches baut. Dass es nur Prints gibt. Dass es ein solides Vitrinenmodell ist mit dem üblichen entspannten Bauspaß. Also das, was Lego eigentlich auch gut kann. Die Anleitung finde ich schwierig, weil ich verstehe nicht, warum es unbedingt auf schwarzem Untergrund gedruckt sein muss. Verstehe ich einfach nicht. Es macht gerade für ältere Menschen das schwieriger zu erkennen. Gerade sowas hier, ne? Wenn du schwarze Steine auf schwarzem Untergrund hast, das sieht einfach. Sorry, ist halt schwierig. Es ist kein Modell für Kinder oder meine Güte, ich meine, welches Kind träumt sich einen Porsche sich zu kaufen, mit dem es nicht richtig spielen kann, weil es, naja, wenn man es wirklich anfasst und wirklich damit spielt, fällt es halt relativ schnell auseinander. Ne? Also wie gesagt, ne, wenn das Kind es hier einmal am Tagerdach anfällt, dann habt ihr gleich eine kleine Baustelle da liegen. Also es ist halt nichts für Kinder. Es soll auch nichts für Kinder sein. Es gibt eine Menge weiße Steine, es gibt eine Menge bunte Steine. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt so richtig, dass es halt sehr bunt von innen ist. Dazu kommen dann noch diverse Designentscheidungen, die ich nicht verstehe. Also zum einen hier der Motor. Warum ist der bei einem Porsche 911, wo der Boxer, der luftgekühlte Boxermotor wirklich ein ikonisches Merkmal ist, warum ist das hier so schäbig ausgeführt? Klar, bei der Turbo-Version wird dann noch ein bisschen aufgebockt, aber das ist niemals ausreichend für ein Porsche-Modell, finde ich. Dann, ja, finde ich gewisse Sachen einfach unglücklich gelöst, ja. Also, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum hier der Radlauf von innen nicht verkleidet ist, ne? Also, ihr seht hier, ihr könnt hier die Räder durchgucken. Da seht ihr das, ne? Hier, da könnt ihr durchgucken. Hier sieht man dann auch die Auswirkungen der bunten Pest, ne? Hier sind halt, schimmern halt rote Steine durch. Finde ich unglücklich beim Vitrinenmodell, ja, das halt auch durch sein Design begeistern soll und muss. Genauso wie solche Sachen, ne? Verstehe ich nicht. Finde ich schwierig, warum das so umgesetzt ist. Ich finde es auch, find auch den Innenraum, der ist zwar nett, ja, aber da hätte man auch noch mehr Details einfließen können. Sowas hier finde ich designmäßig auch einfach schwierig, dass das so umgesetzt worden ist, genauso wie die Hinges hier draußen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die summieren sich dann aber, ja? Denn das muss sich Lego halt gefallen lassen. Die Modelle sind teuer und dann erwarte ich halt eben auch, dass da wirklich das Nonplusultra an Qualität abgeliefert wird. Und da sehe ich hier halt deutliches Ausbaupotenzial. So. Kommen wir also zu dem Punkt, der eigentlich am interessantesten ist. Würdest du dieses Modell empfehlen? Jein. Also, ich finde prinzipiell, die Grundform ist gut getroffen. Ja, wenn man sich das anguckt, so sieht ein Porsche aus. Ja, da kann man wenig dran meckern. Da hat Lego sich wirklich Mühe gegeben. Das haben sie gut umgesetzt. Es ist auch nicht so, dass irgendwie die Reifen zu hoch drinne stehen im Radkasten. Das ist schon gut ausgefüllt. Man könnte natürlich darüber diskutieren, ob man wirklich so dicke Reifen braucht. Und ob man nicht eventuell noch eine Spezialfelge für dieses Modell aufgelegt hätte, weil das ist dieselbe Felge wie im Mustang. Das sind alles so Sachen, die man relativ unterfragen kann, genauso wie warum hier eine braune Achse ist oder warum es hier so einen gelben Achsträger gibt. Aber hey, wenn man schon immer mal ein Lego Porsche Modell haben wollte, in Weiß, ja, was ja auch immer noch so eine Diskussion ist, war eigentlich, für mich gehört ein Porsche in Silber, aber das wird halt bei Lego ein bisschen schwer mit den Silberteilen. Aber ich finde allgemein gegen die Farbwahl kann man jetzt wenig sagen. Ich finde den Kontrast von Weiß und dem braunen cognacfarbenen Innenraum auch sehr nett. Dieser angedeutete Lederinnenraum aus den 70ern, das gefällt mir sehr gut. Ich finde die Idee gut, dass es zwei Modelle gibt. Also sprich, wenn einem das eine Modell zu langweilig wird, hat man noch die Chance umzubauen.
Ja, ob und wie man die Steine wiederverwenden würde, an dieser Stelle, es ist klar, da sind viele bunte Steine drin. Es sind viele Steine drin, die nur bei diesem Modell wirklich Sinn machen. Man kann das natürlich umbauen, man kann natürlich da auch andere Modelle draus bauen. Ich glaube, die wenigsten werden es tun, die dieses Modell kaufen, aber ne, so im Hinterkopf behalten. Ich finde, 130 Euro ist einfach eine Ansage. Ja, Lizenz hin oder her, dass es Lego ist hin oder her, Boxanleitung hin oder her. Also, ein Huni hätte es auch getan, meiner Meinung nach. Ja, klar, sagen einige, wir sind aber 1458 Teile. Jo, es sind aber auch viele 1x2 und 1x1 Plates da drin, viele 1x1 Round Plates. Es sind ja, viele kleine Teile da drin, ja, also die dann natürlich das Ganze hochsummieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen teuer. Für das, was dann teilweise im Detailgrad abgeliefert wird, der nicht besonders hoch ist. So. Rein von der Grundform, wie ich schon sagte, finde ich es top. Kann man wenig gegen sagen. Die einzigen paar Punkte, die es gibt, die sind halt auf die Art und Weise des Legosteins und seiner designspezifischen Beschaffenheit zurückzuführen. Finde ich, macht aber auch ein bisschen Charme von solchen Modellen aus. Also, wenn ihr Porsche-Enthusiast seid, 130 Euro gerade rumliegen habt und sagt, ich wollte schon immer mal einen Porsche aus Lego bei mir in der Vitrine stehen haben, dann hey, go for it. Wenn ihr sagt, oh, ich hätte so ein Modell ganz gerne, aber 130 Euro ist mir way too much. Kader bringt Ende März auch nochmal einen Porsche raus. Der ist zwar in Rot und der heißt natürlich nicht Porsche, sondern der heißt einfach Sport Supercar, German Supercar, irgendwas. Ja, German Sports Wagon oder irgend so ein Schrott halt, was sie sich einfallen lassen müssen. Der ist aber vom Design her ungefähr gleich. Es gibt keine zwei Versionen, es gibt nur eine geschlossene. 911er dann. Der kostet 70 Euro. Hat, glaube ich, sogar fast die gleiche Teileanzahl. Vielleicht guckt ihr euch den an. Prinzipiell aber, wenn ihr die Kohle habt und sagt, hey, das ist das, was ich haben will, go for it. Ist eine geile Kaufentscheidung, oder? Naja, wenn euch das hier gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich streame auch bei Twitch live. Das ab nächster Woche auch wieder intensiver. Und bin bei Instagram zu finden. Alle Links findet ihr auf der YouTube-Seite. Genau, lasst mir einen Daumen oben da, macht die Glocke an, ist ganz wichtig. Und bis dahin bleibt gesund, baut was Schönes, vielleicht dieses Modell, vielleicht das Modell von Kader, was demnächst kommt, vielleicht irgendeinen anderen Wagen, vielleicht den Telehändler oder den Traktor da hinten oder. Es gibt genug auf dem Markt, ihr könnt euch das aussuchen. Es muss ja auch nicht immer Lego sein, es kann aber Lego sein. Es ist mir egal, was ihr kauft, Hauptsache ihr habt Spaß daran, das ist ganz wichtig. Und Hauptsache, wir sehen uns hier bald wieder und ihr schaltet weiter ein. Ich freue mich. Bis dann, euer Captain.